Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst möchte ich die SPD-Fraktion zu dem Mut beglückwünschen, die Steuer-, Finanz- und Haushaltspolitik heute als aktuelle Debatte auf die Tagesordnung zu setzen. Das grenzt ja angesichts des Zustands der Koalition schon an Masochismus, dass Sie selbst über dieses Thema reden, wo ja auch heute wieder zutage getreten ist schon, wo die Differenzen sind, etwa zwischen dem, was der Ministerpräsident nach seiner Schweizreise gesagt hat, zu dem, was der Finanzminister sagt, zu dem, was die grüne Fraktion sagt, ganz zu schweigen von den Verwerfungen innerhalb der SPD in Baden-Württemberg, meine Damen und Herren. Und es stellt sich schon die Frage, wie denn diese Politik des Gehörtwerdens, die Sie verkündet haben, von der Bevölkerung geglaubt werden soll, wenn Sie sich in dieser Koalition nicht mal selber zuhören, meine Damen und Herren. Und jetzt stellt sich auch wieder mal dar, Sie kündigen massenhaft neue Schulden an und gleichzeitig rufen Sie dazu auf Einnahmen zu verzichten, meine Damen und Herren. Und das passt nicht zusammen. Und deshalb ist es dann auch notwendig, dass Sie mit Tricks versuchen, das Verschuldungsverbot in der Landeshaushaltsordnung auszuhebeln, was Sie angekündigt haben. Und da darf man vielleicht schon darauf verweisen, wie Sie das in der Vergangenheit gesehen haben. Mit Ihrer Erlaubnis, Herr Präsident, darf ich aus dem Plenarprotokoll vom Dezember 2007 zitieren. Die kommt schon auch noch vor, aber man müsste es schon im Zusammenhang sehen, Herr Kollege Schmiedl, wenn man nämlich auf Einnahmen verzichtet und gleichzeitig dann die Verschuldung erhöhen will. Herr Rust, ich nehme an, Sie erinnern sich, 18. Dezember 2007. Wir begrüßen ausdrücklich, dass sich die Landesregierung endlich dazu durchgerungen hat, ein Verschuldungsverbot festzuschreiben. Wir haben das schon seit Längerem gefordert. Wenngleich ich nicht verhehlen möchte, dass wir einige Wermutstropfen auch bei diesem Punkt haben. Erstens, das Verschuldungsverbot kommt nur in die Landeshaushaltsordnung und nicht in die Landesverfassung, wo es eigentlich hingehört. Einen zweiten Wermutstropfen haben wir noch. Es ist schon ein Offenbarungseid, wenn man als zukünftige Obergrenze für die Verschuldung des Landes den Schuldenstand vom Ende dieses Jahres festschreibt, damit die Regierungskoalition das Ziel endgültig aufgegeben hat, den Schuldenberg nachhaltig und dauerhaft abzubauen. Das Signal heißt jetzt, 44 Milliarden Euro Schulden sind schon in Ordnung. Es gibt sogar noch eine Ausnahmeregelung, damit man diese 44 Milliarden auch noch aushebeln kann. Ich halte das für ein verheerendes Signal, meine Damen und Herren. Zitat Ende, Herr Rust. So, und jetzt machen Sie diese Politik und erklären in diesem Haus, wir können auch noch auf Einnahmen verzichten, meine Damen und Herren. Das ist die Solidität Ihrer Finanzpolitik. Und das Einzige, wo Sie einig sind in dieser Koalition, ist der Schuldensirtaki, wenn es darum geht, den zu tanzen. Ansonsten, meine Damen und Herren, Chaos, wohin man blickt. Chaos, wohin man blickt. Die Frau Arras schlägt sogar noch vor. Kollege Dr. Rülke hat das Wort. Die Frau Arras schlägt sogar noch vor, das Land Baden-Württemberg soll 700 Millionen mehr in den Länderfinanzausgleich hineingeben. Nicht? Nach dem Prinzip, wenn es nicht gelingt, die Lasten durch den Länderfinanzausgleich zu senken, dann müssen wir sie halt erhöhen. Nicht? Das ist Ihre Politik, meine Damen und Herren. Und da glauben Sie im Ernst, Sie könnten auf Einnahmen verzichten. Ganz zu schweigen von der Konsolidierung des Landeshaushalts im Personalbereich. Da hat die Regierungskoalition ja sogar drei Positionen. Das eine der Ministerpräsident, das zweite der Finanzminister, das dritte der SPD-Fraktionsvorsitzende, wenn er dann nicht zurückgepfiffen wird und zu der Leine den Maulkorb bekommt. Nicht? Also, meine Damen und Herren, Chaos, wohin man blickt bei Grün-Rot. Und das gilt auch für das Steuerabkommen mit der Schweiz. Der Finanzminister Schmid erklärt dogmatisch, dieses Abkommen ist nicht zu unterzeichnen. Der Ministerpräsident Kretschmann erklärt, er sei ja, wenn es ums Geld geht, elastisch in seinen Grundsätzen und reist dann in die Schweiz.
Ist eigentlich ein tolles Stück mit der Reise in die Schweiz, wo er ankündigt, er verhandelt jetzt dieses Abkommen nochmal neu. Nicht? Also ein bilaterales Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz. Das ist ungefähr so, als wenn es ein bilaterales Abkommen gibt zwischen den USA und der Bundesrepublik Deutschland, nicht? Und dann reist der Gouverneur von Arizona nach Berlin, um das Abkommen neu zu verhandeln. Also da würden doch kübelweise Spott und Häme ausgekippt, wenn so etwas passieren würde. Und entsprechend ist ja dann auch das Ergebnis. Der Ministerpräsident erklärt, er hat sich das Abkommen jetzt von der Schweizer Finanzministerin erklären lassen. Und jetzt hätten seine Delegation und er es verstanden. Und jetzt könnte man es machen. Ja, Herr Ministerpräsident, hätten Sie mal Ihren Finanzminister mitgenommen. Vielleicht hätte es der dann auch verstanden, meine Damen und Herren. Aber das Ganze ist ja nicht problematisch. Denn ich kündige Ihnen an, wenn die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen vorbei ist, dann werden Sie gemeinsam umkippen und den Geldsack öffnen, um dieses Geld in Empfang zu nehmen, meine Damen und Herren. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Denn der Kollege Herrmann hat es ausgeführt, dieses Abkommen ist positiv. Dieses Abkommen ist in jeder Hinsicht positiv. Die Schweiz nimmt Stück für Stück Abschied vom Bankgeheimnis. Die Übertragung der Abgeltungssteuer auf Kapitalanlagen in der Schweiz wird mit diesem Abkommen gewährleistet. Die Kapitalanlagen deutscher Steuerpflichtiger werden letztlich in Deutschland nicht anders behandelt als in der Schweiz. Und das ist doch ein positiver Fortschritt, den sich vor Jahren niemand hätte träumen lassen, meine Damen und Herren. Und auch eine Verlagerung ohne Meldung und Versteuerung wird nicht mehr möglich sein in der Zukunft, meine Damen und Herren. Und es ist doch eine unrealistische Forderung an einen Staat, er solle seine Gesetze quasi rückwirkend ändern. Was würden wir in Deutschland zu einer solchen Zumutung sagen, meine Damen und Herren? Und das lächerlichste Argument ist, ein Abkommen zu bekämpfen mit dem Vorwurf, es wirke nicht schnell genug. Ja? Weil das Abkommen nicht schnell genug wirkt, deshalb verzögern Sie es weiter, meine Damen und Herren. Das soll doch mal ein Mensch verstehen. Und das lächerlichste ist, das hat der Kollege Herrmann ebenfalls ausgeführt, die Sätze liegen zwischen 21% und 41%, die seien zu gering. Ja, meine Damen und Herren, wer hat denn im Jahre 2003 eine grün-rote Steuersünderamnestie gemacht? Nicht mit 41%, nicht mit 21%, sondern mit 15%. Das war doch Ihr Genosse Hans Eichel. Meine Damen und Herren, Heuchler und Pharisäer, wohin man blickt. Und deshalb fordern wir Sie im Interesse des Landes auf, und werden auch diesen Antrag stellen, dass das Land Baden-Württemberg im Interesse des Landes Baden-Württemberg handelt und im Bundesrat diesem Steuerabkommen zustimmt. Denn das Land Baden-Württemberg hat angesichts der Schuldenberge, die Sie vorhaben, mit Sicherheit keine 1,3 Milliarden Euro zu verschenken, meine Damen und Herren.